Einen schönen guten Abend hier nochmal aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart, meine Damen und Herren. Da hat der DAX heute wieder einmal kräftig angeklopft an den 11.000 Punkten und wieder einmal zeigt sich, was es doch für ein hartnäckiger Widerstand ist, der da im Markt liegt. Gut, die 200-Tage-Linie liegt sogar ein paar Pünktchen darüber, aber ich denke, das ist Haarspalterei. Und auch morgen werden wir eine harte Nuss zu knacken wissen. Morgen kommt nämlich auf uns zu der Arbeitsmarktbericht der Amerikaner. Jetzt schauen wir mal ganz kurz genau darauf, was alles auf uns zukommt im Schnelldurchlauf. Da geht es um 6 Uhr früh los mit den Japanern. Die Frühindikatoren im September. Wir bleiben wohl über 100 Punkte. Kommen wir ein bisschen zurück von 103,5. Erwartet werden jetzt 102,1 Punkt. Dann ganz wichtig aus deutscher Sicht, morgen früh um 8 Uhr die Industrieproduktion September. Minus 1,2 Pünktchen, 1,2% hatten wir gesehen im vergangenen Monat. Jetzt erwarten wir eine leichte Belebung, aber dass Erwartung und Realität, dass es oft nicht zusammenpasst, hatten wir heute Morgen gesehen bei den Auftragseingängen der deutschen Industrie. Die sind dann doch relativ deutlich zurückgegangen. Also hier liegt dann ein gewisses Enttäuschungspotenzial im Markt. Wir haben zwei Reden morgen aus der EZB. Einmal der Chefvolkswirt Peter Brett wird sprechen in Frankfurt und sein Kollege, das Ratsmitglied Mersch in Ljubljana. Die amerikanischen Kollegen später dann nochmal, wenn wir gleich drauf kommen. Stichwort Amerika, der wichtigste Termin morgen mit Sicherheit der Arbeitsmarktbericht der Amerikaner, 14.30 Uhr. 142.000 Stellen waren es im vergangenen Monat gewesen, die geschaffen worden sind. Jetzt sollen es deutlich mehr sein. Fast 179.000. Und das würde dann so einhergehen mit den Zahlen des ADP, das war der Arbeitsmarktbericht dieser privaten Agentur, den wir vor 2 Tagen gesehen hatten. Sieht ganz ordentlich aus, reicht mit Sicherheit nicht, um die Arbeitslosenquote entscheidend zu verbessern. Die ist ja irgendwie seit Monaten, ja seit fast Jahren festgezimmert hier bei etwa 5,1% und die wird es dann morgen eben auch geben. Dann haben wir noch 2 Reden, wie angekündigt, von FED-Mitgliedern der amerikanischen Notenbank. Einmal der Chef der Notenbank aus St. Louis, Bullard, wird sprechen und das FOMC-Mitglied Larry Brainard in Washington. Und wie wichtig diese Reden sind für den Markt, das hatten wir gestern wieder gesehen, als die Chefin in den Ring gestiegen ist, Janet Yellen. Und sie hat sinngemäß gesagt, eine Zinsanhebung im Dezember ist durchaus noch im Bereich des Möglichen. Und die Märkte in den USA hatten sich daraufhin leicht zurückgezogen. Ja, am Freitag geht es auch nicht ganz ohne Quartalszahlen, nicht annähernd so viel, wie wir in den vergangenen Tagen hier erlebt hatten. Wir hatten aus der ersten Reihe, erwarten wir morgen noch die Zahlen der Allianz, des großen Versicherers, außerdem aus der zweiten Börsenreihe das Rhön-Klinikum, Alstria Office und noch einmal wird es sportlich bei Puma. Adidas hat ja heute kräftig vorgelegt, die Aktie mit 8-9% hausiert nach überraschend starken Zahlen. Mal gucken, wie die Nachbarn in Herzogenaurach, die ja quasi eine Querstraße weiter dort ihr Head Office haben, wie die unterwegs sind. Ihnen jetzt einen schönen Abend, kommen Sie gut durch die Nacht und tschüss bis morgen.